Hallo zusammen, mein Name ist Arne Lüttke und ich bin Projektleiter bei der neuen, dem X-Control 3.0 Version. Wir vom Kernteam haben uns entschlossen, dass wir euch dieses Jahr zu Weihnachten in ein paar Videos Ausschnitte aus der neuen Software zeigen wollen, weil es wurde schon viel im Forum erzählt und dass ihr mal so einen kleinen Einblick kriegt in das, was wir planen, was wir vorhaben. Deswegen hier ein paar Videos und das ist heute das erste davon. Ohne große Umschweife starte ich DMX Control 3.0 jetzt einfach. Hier haben wir es. Das ist es. Sieht auf den ersten Blick wahrscheinlich nicht so aus, wie sich der eine oder andere das vorgestellt hat und wirkt eher wie ein Kommandozeilenprogramm. Und genau das ist es auch. Ich habe die Möglichkeit, hier Befehle abzusetzen und dann über die Kommandozeile die Software eben zu bedienen. Der große Unterschied zur Zweier-Serie ist, wir haben uns in der Dreier-Serie entschlossen, die Software 2 zu teilen. Dazu habe ich hier mal ein Bild vorbereitet, um das ein bisschen zu visualisieren. Wir haben einen großen Teil, das ist dieser Kernel. Das ist ein kleines, schmales Programm, was im Hintergrund läuft und auch keine große grafische Oberfläche hat. Das ist quasi das, was ihr hier gerade seht. An den Kernel werden ganz normal mit DMX-Interfaces die Lichtgeräte angeschlossen. Das sieht man hier unten. Jetzt ist die Frage, wie steuere ich das Ganze? Und dafür gibt es dann die DMX Control 3.0 GUI. Das ist ein separates Programm, das kann auf einem anderen PC laufen, muss es aber nicht. Und dann verbinde ich mich per Netzwerk mit dem Kernel und kann dann von dem anderen PC quasi remote den Kernel und damit die Lichttechnik steuern. Das Konzept bringt uns mehrere Vorteile. Einen sieht man hier schon, ich kann mehrere GUIs mit dem gleichen Kernel verbinden. Das bedeutet, es können mehrere Leute gleichzeitig an demselben Projekt arbeiten. Ich kann also zwei LJs haben und sagen, okay, der eine bedient irgendwie die Powerspots und der andere bedient die Moving Heads oder Washlights. Und ich habe dann auch die Möglichkeit, während der Programmierung eben zu sagen, okay, der eine stellt jetzt die Powerspots ein, der zweite richtet die Washlights aus und dann speichert man das gemeinsam in einer Szene. Also ich denke, dass das Programmieren dann schon wesentlich schneller geht, gerade wenn man mehrere Leute ist. Der zweite große Vorteil ist, wenn dieser PC hier mit der Oberfläche abstürzt, dann macht das überhaupt nichts, weil alle Aktionen laufen auf dem Kernel. Das bedeutet, der PC hier, die GUI, kann abstürzen, sogar der ganze PC kann abstürzen und alles läuft weiter wie bisher. Ich kann keine neuen Befehle absetzen, aber die ganzen Effekte, die ich vielleicht im Vornherein gestartet habe, die laufen alle weiter. Und ich kann dann mich, nachdem der PC wieder oben ist, wieder verbinden und kann da weitermachen, wo ich aufgehört habe. Der dritte große Vorteil, dieser Kernel ist sehr schmal und wir haben die Hoffnung, dass wir in der Zukunft den Kernel vielleicht auf ein Embedded-System konvertieren können, also dass wir den zum Beispiel auf einem kleinen FPGA oder sowas laufen lassen und dann quasi das Teil hier vielleicht in Form von einem großen DMX-Interface mit einem eingebauten DMX-Control 3.0-Kernel eben dann angeboten werden kann. Aber das ist noch Zukunftsmusik, bloß wir haben es schon mal so vorbereitet. Genau, jetzt möchte ich euch heute auch noch kurz die GUI zeigen. Die starte ich jetzt auch einfach mal. So sieht's aus und das hier ist die DMX Control 3.0 Oberfläche. Ich habe dann hier, wie gesagt, die Möglichkeit, mich zu verbinden, entweder lokal, das heißt GUI und Kernel laufen auf demselben PC, oder eben remote, dann gebe ich an, auf welchem PC im Netzwerk, IP-Adresse oder Name, entsprechend der Kernel läuft. In diesem Beispiel befinden wir uns lokal, ich drücke jetzt einfach mal auf Verbinden, ja, dann bin ich verbunden und entsprechend das Projekt lädt und ich habe hier, dann kann ich abfragen, jede verbundene GUI bekommt eine sogenannte Session, so ähnlich wie
bei einem Webbrowser. Dann kann ich hier den Status. So. Abfragen und jetzt sehe ich hier, okay, eine verbundene Session. Das war's soweit von heute. Morgen geht's weiter mit dem nächsten Teil von dem X-Control 3.0.